Eines schaue ich mir jetzt an, das ist das Salterium. Im Gartenpavillon von Stift Melk begrüße ich Franziska Fleischhandel, die bei der Marienvesper das Salterio spielt. Wie sind Sie zu diesem Instrument gekommen? Das ist eine lange Geschichte, wie meistens, wenn man zu besonderen Instrumenten kommt. Ich habe als Kind schon das moderne alpenländische Hackbrett zu spielen begonnen, das man eher von der Volksmusik her kennt, und habe das auch an der Musikuniversität in Linz studiert. Und bereits während diesem ersten Studium bin ich in Kontakt gekommen mit diesem italienischen Barockinstrument. Das Salterio ist ja wirklich eine barocke Form des Hackbretts. Aber so richtig verliebt in das Instrument habe ich mich vor 6 Jahren, als wie durch eine schicksalhafte Fügung plötzlich ein Originalinstrument vom Jahr 1725 den Weg zu mir gefunden hat. Und dann, als nach der Restauration ich das erste Mal dieses Instrument spielen konnte, wusste ich, dass ich jetzt meine gesamte musikalische Laufbahn auf dieses Instrument ausrichten muss, und habe dann eine jahrelange Forschung in Italien begonnen, habe 5,5 Jahre jetzt recherchiert und das gerade in 500 Seiten Manuskript gegossen, das eine Dissertation ist, die ich gerade erst vor 2 Wochen in Leiden in Holland verteidigt habe. Was für eine Geschichte, unglaublich. Allein, dass ein Originalinstrument erhalten ist, ist schon sehr selten, weil ich glaube, es war eigentlich Cecilia Bartoli, die auf einer ihrer Vivaldi-CDs darauf bestanden hat, dass ein Salterio im Einsatz ist, und es werden Salterios nachgebaut, aber ein Original ist, das ist schon unglaublich. Ja, Cecilia Bartoli war eine, die so mutig war und so kreativ war, eben eine berühmte Arie von Antonio Vivaldi aus der Oper Il Giustino eben einzuspielen, wo ein obligater Salterio-Part vorhanden ist. Aber es gibt über 160 Originalinstrumente aus der Zeit. Es gibt hunderte von Originalkompositionen für dieses Instrument. Ja. Das heißt, Cecilia Bartoli hat eine kurze Sternschnuppe gezeigt, aber es gibt einen ganzen Himmel von Salterio-Musik, der zu entdecken ist. Bei James Bond heißt es immer geschüttelt oder gerührt. Beim Salterio ist die Frage geschlagen oder gezupft. Das stimmt, das ist die Frage, genau. Es ist eben wirklich eine ganz einzigartige Besonderheit dieses Instruments, dass man es gleichwertig mit 2 verschiedenen Spieltechniken bespielen kann. Also man entscheidet wirklich, möchte ich diese Sonate mit den Hämmerchen, also geschlagen, spielen, oder möchte ich es gezupft spielen. Und es ist dann der Fall, dass das Salterio eine enorm breite Palette an Klangfarben und auch Resonanzen erzeugt. Also es ist wie so ein akustischer Verwandlungskünstler, und je nach Komposition, auch je nach Raum oder Ensemblegröße, entscheide ich dann immer vorab, welche Technik möchte ich anwenden. Das große Talent des Salterios ist der Klangfarbenreichtum, und deshalb muss man alle Spieltechniken zeigen. Da passen Sie perfekt zum Concertus Musicus und in die Marienvesper. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Franziska Fleischhandel, und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünschen wir viel Vergnügen mit einem Abend mit großer Musik von den internationalen Barocktagen Stift Melk.